Wir wollen ein System, das die Arbeit der Menschen respektiert, wirtschaftliche Stabilität fördert, den Familien in unserem Land die Freiheit gibt, ihr Vermögen nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu vererben, meine Damen und Herren. Dafür stehen wir und laden die Parteien, die im Moment hier große Reden schwingen, Freier von Stetten hat es getan, ein, sich daran zu beteiligen. Und die FDP sollte vielleicht mal wieder auf ihre Wurzeln genuin zurückschauen, was sie in diesem Land groß gemacht hat. Die Politik, ja, die wir Herrn Lindner betreiben, tut es bestimmt nicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Steuerzahler und liebe Erben. Heute beschäftigen wir uns also mit dem Antrag, der eben von meinen Vorrednern der Linken, sehe ich hier schon skizziert wurde. Diese Fraktion, die sich am 6. Dezember auflösen wird und ich finde eins der schönsten Nikolausgeschenke in der letzten Zeit. Kleine Frage am Rande. Wem wollen Sie denn Ihr Fraktionsvermögen entsprechend vererben? Spaß beiseite. Mehr kann man zu diesem Antrag, und Herr Freier von Stetten hat alles dazu gesagt, er hat mir das Beispiel sogar vorweggenommen, da kann ich nur darauf verweisen. Meine Damen und Herren, Sie alle, und da muss ich leider auch die CDU in ihren 16 Jahren Regierungspolitik nicht aufnehmen, haben zu einer sozialistischen Verschwendung eines Schwedens der 80er Jahre beigetragen. Und Herr Klüssendorf, Ihre Rede, ich warte noch auf die Forderung des volkseigenen Betriebes. Wie Sie und wie ich bereits in meiner Rede am 22. Juni 2023 beschrieben habe, ist es existenziell. Und Frau Raffelhüschen, das war auch ein Appell eigentlich unserem Antrag, nämlich der Abschaffung der Erbschaft und Schenkungssteuer zuzustimmen, sind diese Unternehmen existenziell. Sie sind an der Wertschöpfungskette beteiligt. Sie haben über Generationen hinweg Vermögen aufgebaut. Und unter Ihrer Belastung, auch das sei, Sie haben ja so schön mit Zahlen hier geworfen, warum es existenziell ist. Die Firmeninsolvenzen haben in Deutschland unter dieser Ampelkoalition um mehr als 19% zum Vorjahr zugenommen, meine Damen und Herren. Und die mittelständischen Unternehmen sind es. Das haben Sie von der Linken nie verstanden. Deswegen ist auch schon die DDR gescheitert. Wohlstand und Wachstum schafft man nicht durch Umverteilung, sondern durch starken Mittelstand in Deutschland, meine Damen und Herren. Und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von Frankreich. Kleine Lehrstunde für Sie. Und kommen wir noch mal, Sie haben es angedeutet, zu bürokratischen Substanzsteuern, warum diese abgeschafft gehören. Übrigens genauso wie die Grundsteuer, auch damit werden Sie scheitern. Auch eine Steuer aus der Mottenkiste, wir haben Vorschlag gemacht, macht einen Hebesatz auf die Einkommensteuer. Nein, stattdessen überziehen Sie die Verwaltung hier mit unnötiger Bürokratie und natürlich auch alle beteiligten Steuersubjekte und die Familienunternehmen, meine Damen und Herren. Deutschland ist, das haben Sie auch vergessen, das Land mit den zweithöchsten Steuern und Abgaben. Deswegen haben wir so viele arme Menschen. Die können doch bei Ihrer Politik gar kein Vermögen mehr bilden, der normale Arbeitnehmer. Das ist doch die Wahrheit. Sie schaffen Armut. Meine Damen und Herren, weitere Steuererhöhungen und nichts anderes sind Gift für den Mittelstand. Auch das übrigens wie bei der Pendlerpauschale. Seit 2008 wurden die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer nicht erhöht. Das trotz massiver Inflation und stark gestiegener Boden- und Immobilienpreise. Sie sollten sich was schämen, meine Damen und Herren, von dieser Ampelkoalition. Der Mittelstand ist und bleibt, und ich hoffe, da haben wir Übereinstimmung, und die Rede von Freier von Stetten macht mir da Mut. Ich hoffe, da sind wir mit CDU, CSU einer Meinung. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und des sozialen Friedens. Arbeit sichert sozialen Frieden, aber nicht die Umverteilung, meine Damen und Herren. Mittelständische Unternehmen handeln wesentlich verantwortungsvoller, was Investitionen und firmenpolitische Entscheidungen angeht. Sie unterscheiden sich in ihrer Verantwortungskultur für Land und Region deutlich von international operierenden Konzernen, welche heute vielfach nur noch leider auf Steueroptimierung und Shareholder Value ausgerichtet sind. Keiner dieser Manager, nennen wir doch mal einen beim Wort, Herrn Winterkorn, haftet wirklich mit seinem Kapital oder der Substanz seines Unternehmens, was er geschaffen hat. Wir haben es in Betriebswirtschaft früher das anderer Leute Geldproblem genannt. Daher sind viele Manager in ihren Entscheidungen wesentlich verantwortungsloser und risikobereiter. Und die lassen Sie außen vor. Mein Kollege König hat es hier eben in einem Zwischenruf schön gesagt. Auch hier haben die Familienunternehmen einen Nachteil. Denn die großen Kapitalgesellschaften, die kennen das Wort Erbschaftssteuer nicht, meine Damen und Herren. Und auch hier verzerren Sie den Wettbewerb. Und da muss ich wirklich auch sagen, kommen Sie jetzt nicht, Sie haben es ja wieder angedeutet, und Herr Görke wird es natürlich auch andeuten, mit Ihren Verschonungsregeln oder der Zehn-Jahres-Regel. Nochmal, nehmen Sie das Beispiel von Freier von Stetten, und dann wissen Sie, was hier in diesem Land gespielt wird. Zunächst möchte ich aber auch noch einen weiteren grundlegenden Aspekt angehen. Gerechtigkeit kann man nämlich auch mal so sehen. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer, wie sie heute existiert, ist eine unfaire Doppelbesteuerung.
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten Ihr ganzes Leben, zahlen Steuern auf Ihr Einkommen, und wenn Sie nun, ich will es mal so nennen, diese geronnene Lebensleistung an Ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben müssen, sollen Sie dieses Vermögen nochmals besteuern. Ist das fair? Ist das gerecht? Nein. Wir von der AfD sagen deshalb deutlich nein. Es ist leistungsfeindlich, meine Damen und Herren. Und selbst Schweden, das ja nun nicht, glaube ich, im Verdacht steht, ein kommunistisches Land zu sein, so ein großes sozialistisches Vorbild, Olaf Palme war dort, glaube ich, mal Ministerpräsident, selbst Schweden, meine Damen und Herren auf der Tribüne, ein soziales Land durch und durch, hat zum 1. Januar 2005 aus guten Gründen diese Neidsteuer abgeschafft. Selbst im sozialen Schweden setzte sich in der Folgezeit eben diese Auffassung durch, dass eine Erhebung von Erbschaft und Schenkungssteuer nicht der allgemeinen Gerechtigkeit dient, wie Sie es hier so gerne proklamieren. Übrigens, alle Parteien im schwedischen Parlament stimmten damals dafür. Auch andere Länder wie Norwegen, Österreich und Portugal kennen keine Erbschaftssteuer. Selbst Kanada, was Sie hier immer sehr gerne ins Feld führen, das macht nämlich attraktiv für Einwanderer. Neuseeland oder die Türkei haben diese Steuer aus gutem Grunde abgeschafft, meine Damen und Herren. Kommen wir nun noch mal zur administrativen Komplexität, wie alle Substanzsteuern. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet. Die Erhebung und Bewertung der Erbschaft und Schenkungssteuer ist ein bürokratischer Albtraum für alle, der sowohl für die Steuerzahler als auch für den Staat mit enormen Kosten verbunden ist. Ich habe es eben gesagt, es gilt auch für Grund- und Vermögenssteuer, die ja auch einige Linke so gerne in ihren feuchten Träumen hier so wieder gerne aus der Mottenkiste holen möchten. Und ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren, und das habe ich eben auch gesagt, wenn Sie von sozialen und familiären Auswirkungen sprechen, dann haben diese das natürlich. Denn wir als AfD stehen dafür, dass private Entscheidungen der Familie, ihren Wohlstand über Generationen hinweg zu bewahren, aufzubauen, auch entsprechend ohne Erbschaft und Schenkungssteuer geregelt werden muss. Sie ist also, so wie Sie die hier ausgestalten wollen, ein Wohlstands- und Vermögensbildungskiller. Und das hat die Rede von Herrn Klüssendorf eindeutig und sehr eindrucksvoll hier ja bewiesen. Also vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Wir brauchen, und das ist die AfD, ein starker Garant für die Mittelschicht. Das sind wir von der AfD, meine Damen und Herren. Und wir werden uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, wenn wir Verantwortung übernehmen, die Erbschaftssteuer abzuschaffen, wie es auch die Länder, die ich eben beschrieben habe, aus gutem Grund getan haben. Wir wollen ein System, das die Arbeit der Menschen respektiert, wirtschaftliche Stabilität fördert, den Familien in unserem Land die Freiheit gibt, ihr Vermögen nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu vererben, meine Damen und Herren. Dafür stehen wir und laden die Parteien, die im Moment hier große Reden schwingen, Freier von Stetten hat es getan, ein, sich daran zu beteiligen. Und die FDP sollte vielleicht mal wieder auf ihre Wurzeln genuin zurückschauen, was sie in diesem Land groß gemacht hat. Die Politik, die wir mit Herrn Lindner betreiben, tut es bestimmt nicht. Vielen Dank.